Herzlich willkommen, liebe Leute. Let's Play Minecraft geht in eine neue Runde. Und zwar ja, weiterhin Expeditionstour. Hier eine riesen Kuhherde. Da könnte man natürlich überlegen, falls es uns ans Fleisch mangeln sollte. Hier sind mal irgendwie 100 Kühe auf kleinstem Raum. Hier kommen wir wieder zu bunten Bergen. Von den bunten Bergen kommen wir. Das sind aber nicht die bunten Berge, die wir schon mal hatten. Also hier ist aber mega krass. So viele Kühe habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. 100. In kürzester Zeit. Ja, hier sind wieder die bunten Berge. Mit schön bunten Baumaterialien, die wir aber jetzt zwingend nicht unbedingt haben wollen. Aber vielleicht latschen wir nochmal durch dieses bunte Gebirge, um zu schauen, was ergibt sich denn dahinter. Gibt es diesen gefärbten Sand? Gibt es diese gefärbten Ton? Rot, Gelb, Schwarz, alles was man brauchen könnte für schön bunte Baumaterialien. Weiter geht's, nochmal schnell zwei Kartoffeln gefuttert. Wir haben schon viel geschafft, ne? Gestern ja auch zwei Wüstentempel gefunden, ausgenommen, ausgehoben. Die Gräber, Grabräuber unterwegs bei der Arbeit. Hat gut funktioniert. Bisschen Sprengstoff haben wir natürlich dadurch mitgenommen. Gar nicht mal so wenig. So, einmal von oben gucken. Ach, hier hinter ist Ende im Gelände. Dann geht's da weiter, aber. In die Richtung will ich nicht. Nö, nö, hier geht's längs. Wo führt uns die Reise wohl hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Langsam kriegt man ja schon fast Heimweh. Wenn man hier so rumläuft in diesen komischen Regionen, dann denkt noch, was hat man eigentlich alles schon Schönes gebaut in unserer Hauptbase. Und jetzt wird es langsam dunkel. Aber egal, wir laufen die Nacht durch. Wir müssen aber ein bisschen darauf achten, dass wir genug füttern. Die Richtung, wa? Da geht die Sonne unter. Ist in die Richtung unsere Heimat, grob gesagt. War nicht zwingend, ne? Kann ja auch in die Richtung sein. Egal. Werden wir irgendwann früher oder später durch Zufall laufen wir wieder an unserer ursprünglichen Heimat vorbei. Immer wieder so kleine zwei Fackeln gesetzt als Zeichen, wir waren hier. Hier werden wir aber mit Sicherheit nie wieder hinkommen. Also schaut euch die Landschaft in Ruhe an. Ich gehe davon aus, dass wir hier nie wieder in Minecraft hinkommen werden. In diesem Let's Play, was ja wirklich schon recht lange geht. Ne? Auch da hatte ich ja jetzt gesagt, irgendwann wird Zeit für was Neues. Ich muss mal gucken, ja, wie lange meine Minecraft-Motivation aktuell noch vorhält. Aktuell ist es ein bisschen weniger. Ich meine, klar, man läuft hier rum und findet vielleicht noch das eine oder andere Schöne. Kann man auch mal überlegen, was man noch baut und so. Oh Gott. Kann sich auch noch ein bisschen in Kämpfe verwickeln lassen. Auch wir könnten noch mal versuchen, das Ende von Minecraft zu spielen. Ja, genau. Ruhig explodieren können. Hätte mich jetzt nicht gestört. So, so gibt es noch mal ein bisschen Erfahrung hier, ne? Das Blöde ist nur, weder die Enderpearl noch hier Sprengpulver können wir aktuell einsammeln. Weil wir so dicht gemüllt sind und blöd sind, was schmeißen wir denn weg? Den Sandstein hier. So, Enderman. Warum sind hier eigentlich so viele Gegner? Was macht er? Baut er um oder was? Er
Erstmal setzen wir mal ein paar Fackeln hin, damit hier nicht ganz so viele Gegner spawnen. Jetzt haben wir nochmal die ganzen Erfahrungspunkte ein. Jetzt müssen wir erstmal dringend was essen, wir heilen sonst nicht. Dann wäre hier richtig mit Schaufel unterwegs. So, und jetzt erstmal er hier, ne? Er nervt die ganze Zeit schon ein bisschen. Die Enderpearl wäre natürlich nice mitzunehmen. Besser als zwei Wolle, würde ich behaupten. Vor allem, falls er noch eine für uns hat. Tatsache hat er noch eine für uns. Und du lässt uns auch einfach in Ruhe. Und eine Karotte. Braucht kein Mensch. Aber die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. So. Kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Jetzt habe ich doch glatt wieder die Orientierung verloren, wo wir herkamen. Muss denn, können wir uns am Mond irgendwie orientieren? Oder wir sehen einfach aktuell keinen Mond. Da hinten müssen wir hergekommen sein, weil da ist eine Fackel. Aber hier geht es auch nicht mehr weiter. Hier ist auch Schluss mit lustig. Ja, ist ja gut. Noch recht hinschwimmen in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Das heißt, wir schwimmen wahrscheinlich jetzt wieder eine halbe Stunde lang. Ja, wie gesagt, ich sehe nichts. Ich sehe keine Sonne. Ja, ne? Anlauf und schwimmen. Einmal zu Boden. Jetzt finden wir irgendwas Schönes. Ich glaube nicht. Schön tauchen. Ein bisschen was kann man ja erkennen, so hier, ne? Die Unterwasserwelt, aber irgendwas Interessantes sehe ich nicht. Ich sehe keine verzweigten hier, wie heißt das noch? Minen. Ohne eine Tittenfische. Was auch immer. Und hier ist einfach nichts. Riesenozean. Das hier riecht. Oh, da ist schon wieder ein Unterwassertempel da hinten. Wie viele Unterwassertempel hier auf der Karte verteilt sind. Man sieht es nur den Schatten links. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr für so Unterwassertempel einzunehmen. Ja, haben wir gemacht. Da gibt es aber hier einfach nur Gold. Da sind irgendwie, ich glaube, 9 Goldblöcke oder so. War da 9 Goldblöcke oder waren es noch weniger? Ich weiß nicht. Und 9 Goldblöcke mal 9, das wären irgendwie 80 Gold oder so. Ja, nice to have, aber wozu? Was soll man mit so viel Gold? Ich weiß es nicht. Da reinzuschwimmen wäre doch mal eine andere Variante. Jetzt müssen wir das Essen hier. Zwischendurch mit einem Schwimmen einen kleinen Snack zu uns nehmen. Sieht schon interessant aus, die Unterwasserwelt. Ich halte aber lieber ein bisschen Abstand von dem Tempel. Ich habe keine Lust jetzt auf Lähmung oder so. Wie groß ist denn das Meer? Wo geht's denn hin? Keine Ahnung. Das sieht nicht danach aus, als wäre es der Rückweg, ne? Vielleicht sollte ich auch mal wieder auf die Koordinaten demnächst mal schauen. Ist das jetzt der fünfte? Vierte oder fünfte oder sechste vielleicht sogar Wassertempel, dem wir begegnet sind? Aber nicht einem Dschungel. Ist ein bisschen arm, oder? So ein Dschungeltempel zum Beispiel. Oder eine richtige Festung. Gott, wir schwimmen hier komplett zusammen in den Kraken. Oh.
hier ist nicht irgendwie so eine Struktur zu erkennen. Nö. Was ist das für ein komischer Gebirgszug? Riesenhohe Gebirge hier direkt am Wasser. Wollen wir gucken, was da noch so auf uns lauert, und dann biegen wir da ein bisschen ab und ja, müssen wir gucken, ne? Vielleicht geht's nächstes Wochenende mal wieder zurück in die Heimat. Gut, mal schön ist, neue Regionen kennenzulernen. Es ist auch schön zu Hause. Ja, die Sonne geht auf in die Richtung des Unterwassertempels. Wir haben natürlich ein relativ langes Tauchvermögen. Das Problem ist einfach nur, wir werden sofort wieder mit Unterwasserlähmung gebremst werden. Und so macht das einfach keinen Spaß. Das ist ein schönes Gebilde hier. Da oben haben wir gleich die Spinne, die uns erwartet. Oder? Wie unterschiedlich auch diese Minecraft-Welt aussieht, ne? Diese Generierung dieser Welten, Wahnsinn, wie viele Blöcke über Blöcke über Blöcke einfach aus so einer ganzen Welt bestehen. Das ist Wahnsinn. Wie viele Milliarden Blöcke sind das eigentlich? Hat das schon mal jemand hochgerechnet? Gibt es da irgendeine Zahl? Es gibt eine gewisse Anzahl an Chunks. Chunks oder wie auch immer sind ja immer diese einzelnen Quadrate. Die haben eine gewisse Höhe, weil auch jedes Stück Wasser ist ja eigentlich ein, ne, jedes kleine Stück hier ist ein, ja, ein Block. Aus wie vielen, ich würde tatsächlich schätzen, das sind Milliarden, oder? Aus wie vielen besteht die Minecraft-Welt? Wäre mal nice to know. Oh, ein schöner Lavafluss hier. So unterschiedlich auch. Hier haben wir wieder völlig übertriebene Berge, wo wir, ups, nicht so richtig weiterkommen. Und hier können wir mal einen auf Cliff Diver machen. Ich habe echt lange nicht mehr nach den Koordinaten geguckt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir uns wohl aktuell befinden. Ich bewundere die Leute, die jetzt von alleine wieder zurückfinden würden, wenn es denn die Leute noch gibt. Von wegen, ja, genau da bin ich längst. Jetzt laufe ich da wieder zurück. Hätten wir auf jeden Fall wieder so ein hier Sumpfgebiet. Im Sumpfgebiet erinnere ich mich immer an Slime. Schon ein bisschen her, wo wir im Sumpf waren und diesen Schleim organisiert haben, diesen Klebekrams da. Ach, und so eine Monsterfalle. Was soll ich eigentlich schon gebaut haben, ne? Wahnsinn. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder neuen Zuschauer, der das alles noch gar nicht gesehen hat, weil er erst seit ein paar Folgen Minecraft dabei ist. Würde mich mal interessieren, ob es da jemanden gibt. Wenn ja, einfach mal gerne einen Kommentar da lassen. Ich fordere erstmal was. Langsam geht auch unsere Wegzehrung hier zu Neige. Aber wir sind schon so vielen Tieren begegnet, dass wir auch da wieder einen ganzen, was weiß ich, Metzgerladen aufmachen könnten. Oder einen Supermarkt. Ja, hier mit Fleisch, Zucker, allen möglichen Krams. Da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Laufen. Ne? Wir gucken mal, wo führt uns die Reise hin. Ja, wieso nicht? Ne? Wir nehmen ja Fleisch auf. Wir haben ja so ein bisschen ungebratenes Schafsfleisch-Auftasch. Jetzt hängen wir hier die ganze Zeit wieder in diesem Wald. Da hinten kommt schon wieder. Ne, ist wahrscheinlich Strand, ne? Mann, Leute. Ich glaube, nächstes Wochenende gucken wir mal, wo wir hier genau sind. Koordinatentechnisch, wie weit wir vom Mittelpunkt entfernt sind. Ja, hier vorne ist der Sumpf.
Sumpf hausen hier Schweine. Und Kürbisse. Passend. In der Woche war ja Halloween. Hätten wir ja auch was mit Kürbissen machen können. Recht großes Sumpfgebiet hier. Naja, haben wir wieder neue Region entdeckt. Da hinten ist so eine kleine Hütte, da glaube ich sind doch immer Hexen drin, ne? Die wollen wir uns noch mal angucken, die Hütte im Sumpf. Das könnte, ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, aber das machen wir. Und dann gucken wir, wo die Koordinaten sind. Und all das, liebe Leute, machen wir, wenn es weitergeht, nächstes Wochenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mit einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, freue ich mich. Bis dahin und tschüss.